Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich mache heute ein Video mit Skincare und zwar Skincare, die ich neu getestet habe, wo ich wissen wollte, wie sind die Produkte, weil die ja immer sehr, sehr beliebt sind. Und es ist ja auch so, dass ich Asam benutze, Yepoder und Beauty Mates. Und darüber möchte ich natürlich heute nicht sprechen, aber es ist natürlich immer schön, wenn man dann auch so einen Vergleich hat und vielleicht so am Ende denn sich auch sicher ist, was man benutzt, warum man das benutzt und so weiter. Ja, das war ein sehr aufwendiges Video. Das heißt, ich habe also angefangen, hat es eigentlich alles bei TikTok. Ja, ich habe bei TikTok, da bin ich ab und zu mal unterwegs und da wurde ich dann halt darauf aufmerksam. No Cosmetics, gut, höre ich jetzt auch nicht zum ersten Mal, aber erst irgendwie war das so, dass mich das so ein bisschen interessiert hat, wie die Sachen jetzt sind. Und mich interessiert natürlich auch immer am meisten die Leute, die nicht dafür bezahlt werden, ne? Das ist natürlich immer am interessantesten, welcher Influencer ist nicht bezahlt und hat einfach eine freie Meinung. Das ist sehr schwierig zu finden. Gut, also zwinker, zwinker. Okay, also ein ehrliches Video. Natürlich wisst ihr von mir, glaube ich, hoffentlich endlich, dass ich immer ehrlich bin. Egal, ob es eine Kooperation ist oder nicht. Egal, ob ich einen Code drin habe oder nicht. Und egal, ob die Firmen zugucken oder nicht. Ist mir egal. Ich sage immer meine ehrliche Meinung, weil ihr mir wichtig seid. Und wir sind, oder ich bin, Ü50 und interessant, ne? Und No Cosmetics war bei mir eventuell auch Jeek and Georges. Also da habe ich ein bisschen Angst, das falsch auszusprechen. Ich habe überlegt, ob ich einfach nur 101 sage. Also es geht um die Marke Jeek and Georges. Glaube ich, wird das ausgesprochen. Ist das was für junge Leute oder können wir das auch benutzen? Und was ist da eigentlich drin? Ganz aufwendiges Video, weil ich habe mich mit den Inhaltsstoffen beschäftigt. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe erstmal geguckt, was möchte ich benutzen, was ist interessant, was ist beliebt. Und dann habe ich das bei Purish bestellt. Purish hat mir das zugeschickt. Ein paar Sachen hatte ich mir auch schon selber gekauft. Und ja, und dann war ich so am Durchprobieren. Meine Tochter war auch ausschlaggebend, die hatte Probleme mit ihrer Haut. Und da kommt sie ja dann auch an und sagt dann, ja, Mama, hast du Yepoder da? Oder wie ist denn No Cosmetics und so? Und so haben wir uns dann so ein bisschen mit diesem ganzen Thema eine ganze Weile beschäftigt, immer mal wieder. Und Piusch hat mir das dann zugeschickt und dann ging es los. Dann habe ich mich mit den Inhaltsstoffen beschäftigt. Dann habe ich mir die Sachen genau angeguckt. Was ist da drin? Warum, wieso, weshalb? Das werde ich euch alles erzählen in diesem Video. Könnte sein, dass es ein längeres Video wird. Ich werde euch auch informieren, was für ältere und für trockene Haut wichtig ist, so dass ihr euch auch auf die Suche selber machen könnt, wenn ihr ein Produkt möchtet. Und jetzt werde ich als erstes berichten, weil ich habe es ja natürlich auch alles probiert. Ich habe jedes Produkt außer zwei habe ich ausprobiert und meine Erfahrung gesammelt und die möchte ich euch natürlich erzählen. Und jetzt hole ich mir schnell noch mal meinen Blog, weil den habe ich nämlich vergessen in der Aufregung. Und dann werde ich über das ein oder andere Produkt dann berichten. Ich fange an mit No Cosmetics, dann kommt Transparent Lab oder Transparent Lab, die kommen aus Spanien und dann geht's los mit 101. Ja, das ist besser, wenn ich das sage. Ja, und dann am Ende natürlich ein Fazit und dann natürlich am besten auch noch eine Zusammenstellung, wie ich die Produkte so benutzen würde. Morgens, mittags und abends. So, jetzt hole ich mir erstmal meinen Blog, den habe ich nämlich vergessen. Bis gleich. So, ich habe mir natürlich, weil das sind sehr viele Produkte, ich habe mir natürlich immer so Notizen gemacht, ne, damit ich hier auch nichts verwechsle und keinen Quatsch erzähle. Natürlich kann ich auch immer so ein bisschen plaudern, so meine Erfahrungen natürlich, aber so die Inhaltsstoffe oder wofür sie gut sind, das habe ich mir natürlich auf den Zettel geschrieben, obwohl ich habe so einiges gelernt bei diesem Video. Also das war für mich sehr, sehr, sehr interessant und ich glaube, ich werde da auch noch weitermachen, weil die Produkte, die ich noch nicht getestet habe, auf die bin ich schon auch neugierig. So ist es ja nicht, ne? Ja, ich werde am Ende des Videos euch das nochmal aufschreiben, was ich euch jetzt ganz schnell sagen werde, nur zur Information, welche Öle für
reife Haut gut sind. Und ich werde euch auch einen Link reinsetzen in die Videobeschreibung, nicht nur die Codes, sondern ich werde euch auch in die Videobeschreibung reinsetzen. Ich habe eine ganz tolle Seite gefunden, wo alles drauf stand. Und es könnte ja sein, dass es jemand auch schaut, der fettige Haut hat. Und da könnt ihr auch noch mal genau nachlesen, wofür welches Öl zum Beispiel gut ist. Weil in dieser ganzen Skincare sind ja auch immer irgendwelche Wirkstoffe drin. Und da ist es halt natürlich gut, wenn man für sich den besten Weg findet. Na, wenn ihr jetzt beispielsweise jünger seid und ihr habt fettige Haut, wollt ihr ja auch genau da dann angreifen. Genau die Wirkstoffe haben, die ihr braucht. So, und ich bin natürlich etwas älter und ich habe trockene Haut. Und demnach ist es für mich auch sehr interessant, was braucht denn eine reife Haut oder welche Öle sind denn da am besten? Das schreibe ich euch aber auch natürlich noch mal am Ende des Videos, dass ihr euch das genau vielleicht am besten abfotografieren könnt, weil wenn ich euch das jetzt so schnell sage, dann könnt ihr das eventuell nicht behalten. Also nur ganz kurz und dann komme ich direkt zu den Produkten. Reife Haut braucht Arganöl, weil sie nährt, weil sie glättet, weil sie nicht komedogen ist. Komedogen heißt, komedogen ist immer, dass es die Poren verstopft und nicht komedogen, dass es nicht die Poren verstopft. So, und da ist dann auch Vitamin E drin. Das ist das Schöne bei Arganöl. Ich liebe es ja sowieso. Dann kommen wir zu Traubenkernöl. Das ist auch ein schönes Öl für reifere Haut. Es reinigt, schützt und schützt vor allen Dingen auch vor Radikalen. Und auch hier es ist leicht komedogen. Spannend, ne? Arganöl und Traubenkernöl. Also nach Möglichkeit dann halt ein Produkt finden, wo wenigstens eins von diesen Produkten drin ist. Am besten 2 bis 3. Ich glaube, ich habe eine bei Amazon gefunden. Ob die gut ist, weiß ich natürlich nicht. Und was noch sehr gut ist, das ist das Nachtkerzenöl. Das hat mir gar nichts gesagt. Ich dachte irgendwie an eine Kerze im Dunkeln. Und dann habe ich gesehen, Mensch, das ist ja eine Blume. Eine gelbe, schöne Blume. Also man lernt nie aus. Und die ist auch mittelkomedogen und hier ist es regeneriert, es glättet, es schafft mehr Elastität und Rötungen werden gemildert. Also auch nochmal richtig schön. Und zum Schluss nochmal Granatapfel wäre auch gut, wenn das in der Creme drin ist. Und zwar, es sorgt für die Zellerneuerung und Entzündungshemd. Und da muss ich direkt an Jepoda, an den Reinigungsschaum denken. Ja, das ist spannend. Und für trockene Haut gibt es dann natürlich auch nochmal Öle, die sehr gut sind. Zum Beispiel Olivenöl, weil es Entzündungshemd ist und für mehr Elastizität sorgt. Hier steht drauf, stark komedogen. Ob das alles immer so stimmt, ich hoffe natürlich. Ich hoffe, ich habe gute Seiten gefunden, wo das so draufsteht. Bin ja auch kein Wissenschaftler und ich bin auch kein Arzt. Dann gibt es noch das Leinöl, ist auch sehr gut für trockene Haut, weil es entzündungshemmend ist, leicht desinfizierend und es repariert. Wusste ich auch nicht, habe das früher immer gegessen. Dann gibt es noch die Kakaobutter, die zieht langsam ein, dafür aber sehr tief. Sie regeneriert und beruhigt. Stark komedogen, habe ich mir fast gedacht. Und die Shea-Butter, auch schön, ne? Shea-Butter mag ich total gerne. Die ist nicht komedogen, was mir sehr entgegenkommt. Und glättet, beruhigt. Auch hier wieder zieht langsam in die Haut ein und ist Feuchtigkeit spenden. So, jetzt blätter ich gerade um in meinem Katalog des Wissens. Und hier habe ich auch noch mal ganz viel Informationen. Was ist Glycerin? Was macht Panthenol und so weiter? Und das werde ich euch am Ende des Videos erzählen, weil ich kann mir vorstellen, ihr wollt mich gar nicht so viel quatschen hören, sondern ihr wollt jetzt wissen, wie sind die Produkte? Ihr wollt los in die Drogerie, ihr wollt eventuell Geld sparen, ihr wollt das richtige Produkt für euch finden und ihr habt vielleicht auch schon was zu Hause und wollt jetzt wissen, ob das gut ist oder nicht. Ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen. Das ist das Ziel des Videos, dass ich euch ein bisschen durch dieses ganze Wirrwarr führe, weil ich eventuell mich da richtig reingekniet habe und ihr vielleicht nicht so viel Zeit habt. So, ich fange jetzt an. Ich fange bei No Cosmetic an. Sehr spannend. Es gibt gute, es gibt schlechte Produkte. Es gibt Produkte, die bei mir gar nicht funktioniert haben und die ich richtig doof finde. Ich sage das einfach dann so unverblümt. Ich sage euch auch, was mir gut gefallen hat und ich erzähle euch auch immer, warum das so ist. Fangen wir mal gleich gut an, mit guten Sachen. Also, wir haben hier von, jetzt reiße ich das Blatt hier einfach ab. Wir haben hier von No Cosmetics dieses Produkt. Das nennt sich ganz genau Liquid
Illuminator mit 10% Brightening Komplex und lalala. Steht also alles drauf, könnt ihr auch lesen. Wie ist dieses Produkt? Ja, das macht Pickelmale weg. Und das fand ich toll. Und meine Tochter war da total fixiert drauf. Sie meinte, das müsste sie unbedingt haben. Und sie benutzt das jetzt und sie findet das richtig toll. Ich finde das auch toll. Ich habe das benutzt. Das ist ja wie so ein Serum. Und nennt sich das eigentlich anders? Nö, ist egal. Das wurde ja zusammen mit Leon Skincare entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist sehr, sehr bekannt bei Instagram, bei TikTok, glaube ich. Weiß nicht so genau. Ich glaube, bei Instagram hauptsächlich. Und der weiß richtig gut Bescheid. Ne? Der hat, glaube ich, Chemie studiert oder so. Und der klärt immer auf. Also, wenn ihr was wissen wollt, Leon Skincare. Ich mag den total gerne, weil der witzig ist. So. Ja, was ist hier drin? Also, hier ist an erster Stelle Tranexamsäure drin. Und das ist dafür verantwortlich, dass es die Pickelmale mildert und die Rötungen, Pigmentflecken entfernt. Und die Kohlensäure, die ist für die Pigmentflecken zuständig und hemmt die Melaninproduktion. Und hier sind auch noch Niacinamide drin. Niacinamide drin. Ich versuche es auf Deutsch. Also das ist hier halt so ein Produkt, was ihr euch direkt nach der Reinigung rauf macht, wenn ihr da unsicher seid. Ihr könnt das wirklich einmal bei TikTok oder so. Oder auch hier beschreibt Pjusch das ganz toll, wie man das genau anwendet. Und natürlich auch No Cosmetics selber ist übrigens eine ganz, ganz junge, sympathische deutsche Firma. Wirklich toll. Also die kennen mich aber nicht. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie mich kennt nur Pjusch und da habe ich ja die Produkte auch her. Aber No Cosmetics selber kennt mich nicht und wollte ich auch eigentlich gar nicht, weil ich einfach frei sein möchte, meiner Meinung. Ich möchte einfach frei weg von der Leber reden und nicht so das Gefühl haben, die sitzen da und beobachten mich. Also hier habt ihr ein Produkt, was die Pickelmale, die Melaninproduktion, hier bekommt ihr die dunklen Flecken im Gesicht weg. Schönes Produkt, also habe ich sehr gerne aufgetragen. Sehr gerne. Ist das Feuchtigkeitsspenden? Nö, nicht. Aber es zieht schön schnell ein. Also es ist jetzt nicht so, ich glaube, das war nicht so klebrig im Gesicht. Ich glaube, das war echt angenehm. Das zweite Produkt ist das hier. Oh, das kennt ihr, ne? Da werde ich auch hier mal den Zettel kurz abmachen, weil ich brauche immer so ein bisschen Gedächtnisstütze, weil mein Kopf ist voller Informationen. Ich habe diese ganzen Produkte hier, ich weiß nicht, wie viele das sind, ich habe es gar nicht gezählt, 20 oder so. Ich habe das hier alles oben drin, aber ich brauche immer so eine kleine Hilfe, so einen Stups in die richtige Richtung. Ja, hier habt ihr den weltberühmten, auch hier mit Leon Skincare zusammen entwickelt. Ich glaube, das ist das so das bekannteste Produkt überhaupt. 120 Stunden Liquid Hydrator. Bei No Cosmetics ist immer viel Panthenol drin. Also ihr findet immer Panthenol so in den ersten Inhaltsstoffen. Also man sagt ja immer Inhaltsstoffe, die ersten drei sind entscheidend. So, das ist so das Haupt, die Hauptinhaltsstoffe und dann kommen so die ganzen zusätzlichen. Und hier habt ihr Panthenol drin und dann habt ihr einen Stoff drin, der das Wasser bindet. Das ist der Glykolwirkstoff, der bindet das Wasser. Und ihr habt Glycerin hier drin. Auch Glycerin sage ich am Ende des Videos nochmal was. Ist auch so ein richtiger Feuchtigkeitsfesthalter. Und Niacinamide. Und das kann ich euch so schon mal sagen, damit ihr auch das jetzt im Laufe des Videos wisst. Falls ihr es nicht wisst. Niacinamide ist praktisch so ein Wirkstoff, der ist wie so ein Hausmeister. Der sorgt für Ordnung. Der macht, wenn der Lichtschalter kaputt ist, dann macht er den Lichtschalter heil. Wenn der Stuhl umgekippt ist, dann stellt er den Stuhl hin. Also Niacinamide, die wissen, der Hausmeister weiß im Grunde genommen immer, was los ist und was er machen muss. Und deswegen ist das immer so ein ganz, ganz toller Inhaltsstoff. Und ich habe gehört, das Zeug klebt manchmal, hat bei mir auch ein bisschen geklebt. Die schreiben dann dazu, dass man einfach weniger Produkt auftragen muss. Also mich hat es nicht gestört, es war bei mir auch nicht doll. Also ich habe aber gehört von meiner Freundin, glaube ich, die sagte, der klebt so doll, dass sie das nicht aushalten konnte. Da wollte ich ihr auch noch mal den Tipp geben, dass sie vielleicht ein bisschen weniger nimmt.
Aber eventuell hat sie das schon ausprobiert. Ob das immer so Produkte für euch sind, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich versuche euch natürlich so ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen. Dadurch, dass ich halt es auch so ein bisschen weiß jetzt, was für was zuständig ist. Aber ich kann natürlich nicht sagen, dass es was für euch nimmt, dass das macht eure Haut total schön. Hier kann ich nur sagen, hat mir sehr gut gefallen, würde ich auch weiter benutzen. Und das sage ich dann halt nochmal, auch nochmal am Ende des Videos. Das Ende des Videos ist ganz schön lang. Da werde ich dann nochmal erzählen, was ich so weiter benutzen würde oder was mir so am besten gefallen hat. So, dann kommen wir zum dritten. Ich sag mal Serum. Ich glaube, das heißt anders. Ich glaube, die nennen das nicht Serum, aber ich sag das mal. Ich sag mal einfach Serum, weil es so flüssig ist. Ja, hier habt ihr den Liquid Balancer und den fand meine Tochter so toll. Den hat sie sich direkt, der ist leer, den hat sie sich direkt umgefüllt und sprüht sie sich ins Gesicht. Also, das kann man auch machen. Finde ich auch toll, mache ich ja auch mit Rosenwasser. Ja, von dem ist sie so begeistert und ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch hier ganz tolles Produkt. Ich lese mal vor. Hier habt ihr drinne, also es bindet Wasser. Hier habt ihr Milchsäurebakterien drinne, hier ist schwarzer Tee drinne und das ist praktisch so ein Mikroorganismus, was jünger macht, irgendwie so in der Richtung. Also es ist ja schon auch ein bisschen dschungelmäßig in dieser ganzen Chemie und mit Inhaltsstoffen und manchmal schreiben die so ein, die schreiben das so krass, da blickt man gar nicht durch. Du kommst nachher schon ganz durcheinander, ne? Du hast nachher nur noch Mikroorganismen, Nährstoffe, Serum, Glycerin im Kopf. Also das ist auch gar nicht so einfach. Ich muss mich hier auch richtig konzentrieren, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle. Hier auf der Flasche steht es hier auch drauf. Bei Nu Cosmetic, bei Pirsch könnt ihr es auch natürlich lesen. Hier steht es drauf: Unterstützt das Mikrobiom, beruhigt sensible Haut und mildert Rötung. Ich glaube, das ist ein bisschen besser beschrieben als das, was ich hier auf meinem Zettel drauf stehen habe. Ja, manchmal weiß ich auch nicht, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ja, also ist ganz toll, ne? Das beruhigt, das ist so richtig schön. Es bindet Wasser und das ist ja das, was man haben möchte, ne? Und wie gesagt, hier ist halt Mikroorganismen von schwarzem Tee. Auf jeden Fall steht hier drauf, dass es jünger macht. Das ist das Wichtigste, ne? Also, um das mal ganz kurz zu sagen, diese drei fand ich richtig toll. Also die finde ich richtig toll und die kann ich euch auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Müsst ihr natürlich nur entscheiden, ob das auch was für euch ist. Oh, das hier habe ich auch getestet. Da gibt es ja so ein von Isana noch so ein Produkt und ich glaube, Balea hat inzwischen auch sowas, was dann so ähnlich aussieht. Das hier ist das Original. Das ist No Cosmetics, kostet glaube ich um die 8 Euro. Hier habt ihr ein Peeling und zwar AHA und PHA. Oft steht ja drauf BHA. Und ich sage euch nachher nochmal den Unterschied, weil das ist auch echt interessant für Leute, die empfindliche Haut haben. Hier habt ihr No Cosmetics Peeling Cleanser. Ich wollte gerade sagen Peeling Cleanser. Und wie ist der? Also hier habt ihr Panthenol drin, Aloe Vera, leicht schäumendes, chemisches Peeling, reinigt, unterstützt die Haut erneuern. Also Peeling mit Milchsäure. Schön schonend. Aber ich muss damit immer sehr vorsichtig sein. Also das von Isana mag ich gar nicht. Das von Balea habe ich nicht getestet. Und das von No Cosmetics würde ich schon mal benutzen. Ist besser als das von Isana. Ist auch milder als, also PHA ist immer milder als BHA. Das findet ihr zum Beispiel bei Beauty Mates drin, ne? Oder immer so in so Fruchtsäure-Peelings. Ich glaube auch bei, ja, bei Beauty Mates. Wo noch? Weiß ich jetzt gerade nicht. Das hier ist ein bisschen milder. Aber ist ja auch halt zum Waschen. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das abkönnt. Trockene Haut. Ich finde das immer speziell, eventuell nur im Winter benutzen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Im Winter kann man sowas eher ab als jetzt im Sommer, wenn die Haut gestresst ist durch die ganze Sonne. Also dann würde ich damit nicht arbeiten. Ich bin aber eh nicht so eine Peeling-Tante. Ich bin da sehr vorsichtig. Allerdings wollte ich mich da auch gerne mal mit beschäftigen. Also ich würde irgendwie gerne das mal so ein bisschen mehr machen, so mit Peeling. Aber ich weiß noch nicht. Also noch, ich habe halt empfindliche Haut, ne? Und da komme ich jetzt mal zu den ganzen Cremes von No Cosmetics. Also, als allererstes, da gibt es gar nicht viel zu quatschen, gibt es einen Sonnenschutz. Wie ist der? Für mich nicht besser als andere Produkte, aber wahrscheinlich für No Cosmetic Fans
ein Muss. Ist nicht schlecht, braucht ewig, bis es einzieht von den Inhaltsstoffen. Also da könnt ihr euch bei No Cosmetics total drauf verlassen, dass da super Inhaltsstoffe drin sind. Da habt ihr nichts, was da irgendwie nicht rein soll oder doof ist. Allerdings müsst ihr gucken, ob das für euch in Frage kommt. Ich habe so das Gefühl, No Cosmetics ist überwiegend, also ich kann aber nur von den Produkten sprechen, die ich hier habe, von der Creme. Ich habe 4 Cremes und da habe ich so das Gefühl, also alle sind nicht für ältere Haut. Da fehlt mir so ein bisschen was. Also da habe ich dann so zeitweise beim Testen so ein bisschen Sehnsucht gehabt nach meinen Cremes, ne? Nach Beauty Mates oder nach Yepoda Cremes benutze ich ja nicht, aber Asa Beauty habe ich schon vermisst, weil das irgendwie anders ist auf der Haut. Man hat manchmal das Problem, dass die Sachen nicht richtig einziehen. Die liegen so oben drauf, habe ich das Gefühl. Ihr merkt es stundenlang hier oben drauf. Und jetzt, nachdem ich weiß, dass zum Beispiel Shea-Butter oder Kakaobutter, warte mal, ich muss gucken, ob es richtig ist, Shea-Butter oder Kakaobutter, dass die halt sehr lange brauchen, dafür aber sehr tief einziehen. Und das, finde ich, ist immer so wichtig, wenn man sich damit beschäftigt. Kann natürlich sein, dass euch das Schnurzpiepe ist und ihr sowieso irgendwas nur braucht zum Eincremen, dann ist egal. Aber ich glaube, die Leute, die das Video bis zum Schluss gucken, die wollen sich da auch wirklich richtig informieren und die interessiert das auch, weil sie vielleicht sogar Probleme haben mit der Haut. Also Sonnenschutz ist okay, könnt ihr euch nochmal ganz andere durchlesen, will ich gar nicht so drauf eingehen, weil ich ihn jetzt halt auch nicht so doll fand. Dann gibt es hier eine No Cosmetics Creme, die wohl sehr beliebt ist. Das soll wohl so das Produkt sein, was meine Zettel, was so richtig, richtig krass ist. Hier steht ja auch drauf, 120 Stunden mattierende Feuchtigkeitscreme. Hier steht drauf, mattiert, hydratisiert die Haut und so weiter, ohne Parfüm. Also das habt ihr sowieso hier nicht. Es ist nie mit Tierversuche, nie nicht vegan. Es ist alles vegan und es ist alles hier 100%. Also von der Sache schon mal eine wahnsinnig sympathische Firma. Aber ich finde immer so ein bisschen für Jüngere gemacht, weil sich vieles hier auf ölige Haut bezieht oder fettige Haut oder Talgproduktion oder so. Hier ist viel Panthenol mit drin. Und brauchen wir Panthenol? Panthenol ist zum Beispiel wundheilend, regenerierend, entzündungshemmend und feuchtigkeitsbindend. Das ist natürlich nicht schlecht. Also muss man mal gucken, ob man das ab kann. Ich erzähle euch mal, woraus diese Creme überwiegend besteht. Überwiegend habt ihr hier Jojobaöl drin. Die ganze Creme ist entzündungshemmend, wie ich schon sagte, eben Hautirritation beugt sie vor oder repariert sie auch. Trockene Stellen, wenn ihr manchmal mehr so kleine Inseln, trockene Stellen, das soll hier auch repariert werden. Talgüberschuss, weiß ich nicht, ob wir das haben, also ich habe es jedenfalls nicht. Ölige Haut habe ich überhaupt gar nicht und dehydrierte Haut, das heißt so, also die sehr unter Feuchtigkeitsverlust leidet. Nun, es ist ja ein bisschen schwierig, ne, das so alles unter einen Hut zu kriegen. Hier habt ihr Glycerin mit drin, das, was Feuchtigkeit bindet, dann oder Feuchtigkeitgeber. Jojobaöl ist eigentlich für fettige Haut, Mandelöl, Panthenol, das ist hier drin. Ist also kein Zauberwerk, also hier sind keine voll krassen Sachen drin. Na, man könnte sich theoretisch auch, habe das auch schon gemacht, ich habe meine Gesichtscreme auch schon selber zusammengebaut. Ich kann also eine Gesichtscreme herstellen. Ich habe da auch ein Video drüber gemacht. Und wenn ihr dann so ein paar Tropfen vom Spinnrad da Hyaluron reinmacht, dann habt ihr eine Hyaluroncreme. Und wenn ihr andere Wirkstoffe macht, dann habt ihr die Creme. Also ich finde jetzt nicht, also ich fand sie nicht gut. Wollen wir es mal ganz kurz machen. Ich fand sie nicht gut und sie hat mich auch gar nicht überzeugt und ich würde sie auch älterer Haut, ich stopfe das gerade hier rein, eigentlich nicht weiterempfehlen. Also ich fand sie nicht so toll. Jetzt habe ich hier irgendwie ein Haar im Mund. Ja. Hat mich nicht so überzeugt und hier steht ja auch drauf, dass es eigentlich für fettige Haut ist. Wer fettige Haut hat, der wird die wahrscheinlich total toll finden. Bei mir, hier ist noch Reis drin und Algenextrakt. Ich weiß nicht, bei mir war die irgendwie nicht so doll.
Dann habe ich die bunte hier. Die ist wohl immer irgendwie anders. Die hat immer einen anderen Deckel. Und es ist immer eine Überraschung, welche man bekommt. Ich hole sie mal kurz raus. Das war jetzt so das Produkt, was ich jetzt so am besten kannte. Und ich lese mal vor, was hier draufsteht. Und dann halte ich sie ein bisschen in die Kamera, damit ihr sie erkennen könnt, wenn ihr sie zu Hause habt. Die nennt sich All-in Barrier Cream. Hier habt ihr einen 5-fach-Ceramid-Komplex mit Annika Mexicana. Ja. Ist hier irgendwas Wichtiges? Stärkt die Hautbarriere und verbessert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Gut, jetzt gucke ich mal, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Hier habt ihr Shea Butter drin, was gut ist für trockene Haut. Ich habe hier Panthenol wieder mit drin, das ist halt fast immer drin. Dann habt ihr Jojobaöl mit drin, was für fettige Haut ist. Trockene Haut, fettige Haut. Okay, ist also alles hier drin. Und ich habe Aprikosenkernöl, was wieder für trockene Haut ist. Also zweimal Öle drin oder Inhaltsstoffe, die für trockene Haut sind. Und einmal Jojobaöl, was wohl für fettige Haut sein soll. Ich fand sie nicht schlecht. Sie hat mir auch ganz gut gefallen. Aber es ist nicht so, dass ich, wenn ich sie mir angucke, ja, also ich würde sie nicht mehr mit 50 rauf machen, aber mit 30. Mit 30 wäre das eine richtig tolle Gesichtscreme gewesen. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr das Gefühl, dass es mir Feuchtigkeit gibt und dass ich das, ich weiß nicht, die muss schnell einziehen, die muss gut sein. Das hat sie nicht geschafft, aber sie war kurz davor. Also sie ist nicht schlecht. Ich habe kein blödes Gefühl, so wie jetzt beispielsweise bei der blauen. Die blaue ist gar nicht so mein Ding. Jetzt habe ich aber noch eine, die mir am besten gefallen hat und die hat auch meiner Tochter am besten gefallen. Und wir sind ungefähr 60 Jahre auseinander. Also ich hole sie mal kurz raus und auch meine Zettelchen. Ganz wichtige Notizen hier. Ich habe ja gebrütet. Tagelang, nächtelang nur hier gesessen und mich mit Inhaltsstoffen beschäftigt und mit diesen Cremes. Auch hier, ich halte euch das einmal rein und lese das denn vor. Hier habt ihr eine beruhigende Feuchtigkeitscreme. Klingt doch schon mal gut. Ihr habt Ceramide und Panthenol drin. Panthenol. Dann habt ihr, was, ja, hier steht wieder beruhigt, mildert Rötung. Okay, zwei Zettel habe ich hier. Und zwar, einmal habe ich mir aufgeschrieben, was überwiegend hier drin ist. Jojobaöl, Shea Butter, Panthenol und Aprikosenkernöl. Klingt ähnlich, ne? Klingt ähnlich wie das, was wir eben hatten, nur in einer anderen Konstellation, also in einer anderen Reihenfolge. Je nachdem, was an oberster Stelle steht bei den Inhaltsstoffen, da habt ihr dann am meisten drinne. Und ich habe das so in der Reihenfolge aufgeschrieben, wie es ist. Jojobaöl am meisten, dann kommt Shea Butter, dann kommt Panthenol und dann kommt Aprikosenkernöl. So, das steht aber nicht an erster Stelle bei den Inhaltsstoffen, was ich hier vorlese, sondern man hat immer irgendwie so eine Basis. Das ist meistens auch Glycerin, Wasser und so weiter und dann kommen die Inhaltsstoffe. Also Wasser und Glycerin ist meistens am meisten drin. So, dann habt ihr jetzt hier eine Creme, die hilft gegen Rötungen, Irritationen, Hautreizungen, empfindliche, trockene und anspruchsvolle Haut. Und das ist, wenn man die Creme erst ausprobiert und sich darüber ein Bild macht und sagt so, ah, die ist ja gar nicht so schlecht. Also die hat mir jetzt hier so fast am besten gefallen. Und dann beschäftigt man sich mit den Inhaltsstoffen. Da hat man dann so ein Aha-Erlebnis, wo man sagt, ach, deswegen hat sie mir so gut gefallen. Oder ach, deswegen, weil sie auch für empfindliche Haut ist. Oder weil sie auch für trockene und anspruchsvolle Haut ist. Oder weil hier vielleicht an erster Stelle Jojobaöl ist oder so. Also das ist halt sehr interessant und ich bin gespannt, wie ihr das so handhabt. Ob ihr euch wirklich auch mit Inhaltsstoffen so auseinandersetzt, wie ich das jetzt gemacht habe. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen Arbeit abnehmen kann und ihr aus diesem Video rausgeht und einfach für euch wisst, was ihr jetzt benutzen möchtet. So, und jetzt haben wir schon die No-Cosmetics-Produkte, die ich so getestet habe. Durch. Da gibt es ja sehr, sehr viel, ne? Da gibt es ja auch noch Retinol und so. Ja, da muss man gucken, ist da genug Retinol drinne? Weil bei Asam Beauty habt ihr 1%, also wirklich nicht 0,01, sondern 1% verkapseltes Retinol. Ja,
Aber wir machen erstmal weiter und dann erzähle ich meine persönliche Meinung. Erstmal will ich euch informieren, was, wo, wann und wie und warum, weshalb. So, dann komme ich jetzt mal zu dieser Transparent Love. Das sagt euch vielleicht nichts, aber das habt ihr vielleicht bei mir schon mal gesehen. Damit kann man sich super abschminken. Hier ist Rosenwasser drin. Das habe ich schon eine ganze Weile relativ selten benutzt, obwohl ich es so toll fand. Gibt es bei Purish. Und ist so ein Abschminkprodukt. Na, also damit schminke ich mich ab und dann wasche ich mich damit. Ist auch richtig toll. Transparent Love. Transparent oder Transparent Love. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bitte. Ich habe das jetzt nicht geübt, wie das ausgesprochen wird, weil mir jetzt wichtiger war, wie ist das Zeug denn so? Ich habe die kennengelernt, weil die ein Reinigungsöl haben. Und das habe ich bei Purish bekommen. Oh, das ist so toll, ne? Das ist so eine größere Glasflasche. Und erstmal zeige ich euch, wie die Firma überhaupt aussieht. Also so sieht sie aus. So wird sie geschrieben, ne? Und die haben halt so ein tolles Öl. Und das habe ich auch bei Purish als Lieblingsprodukt. Also das ist auf meiner Seite drauf, weil sich das so... Ich liebe Öl zum Abschminken und das löst alles und das riecht so toll und ich habe das so, so gerne benutzt. Und deswegen hat mich natürlich auch interessiert, wie sind denn so die anderen Sachen von denen? Und ich habe hier 4 Cremes, über die ich jetzt berichten werde und die ich getestet habe. Und ich sage euch auch hier wieder meine ganz ehrliche Meinung. Wenn ihr eine haben möchtet, gibt es alles bei Purish. So, ich habe mir so Notizen hier raufgeschrieben, weil ich mir das auch immer gar nicht so merken konnte. Ich habe hier eine Abendscreme. Und jetzt muss ich hier wieder die Creme rausholen, meine Zettel rausholen. Immer das Gleiche hier. So, 1 Zettel oder 2, einer. Okay, dann müsste das ja reichen. Also, so sieht Transparent Lab aus. Wie gesagt, die kommen aus Spanien, eine spanische Firma. Und grundsätzlich sind alle 3 Firmen so, dass sie, wie soll ich das erklären? Also sie stopfen halt viel, also hier seht ihr, das finde ich auch, sie stopfen halt viel so in die Forschung. Und sie sind alle von den Inhaltsstoffen toll. Aber halt nicht für jeden gemacht. So, also hier steht drauf, also was ich mir jetzt hier notiert habe, ist, dass... hier sehr viel mit Kokos drin ist, also am Anfang der Inhaltsstoffe immer irgendwas mit Kokos. Und dann habt ihr hier drin Bachuriol. Bachuriol ist so ähnlich wie, oder Bachiol, glaube ich, wird das ausgesprochen. Das ist so ähnlich wie Retinol, aber besser verträglich, wenn man anfangen möchte, eventuell, oder für Leute, die sehr vorsichtig sein möchten. Das ist eine schöne Retinol-Alternative, ne? Dann habt ihr Retinal hier drin und haha, Retinal, das ist so richtig, also da habe ich nachher noch ein richtig krasses Produkt. Retinal ist besser als Retinol, weil es viel, viel, viel besser aufgenommen wird von der Haut. Also Retinol ist gar nicht so toll, wie ich immer dachte, Retinal ist viel besser. Das ist ekelhaft, oder? Ja, manchmal lernt man was, man möchte man gar nicht hören. Und hier habt ihr Hyaluron mit drin. Ist so eine Anti-Aging-Creme. Und die finde ich sehr gut. Die finde ich toll, weil hier, wie gesagt, dieses Bachuriol drin ist. Dann finde ich toll, dass hier Retinal drin ist, weil es besser ist als Retinol. Und ich finde toll, dass hier auch Hyaluron mit drin ist. Und diese Creme ist toll. Die hat mir sehr gut gefallen. Die zieht einigermaßen gut ein, aber nicht wirklich. Also ihr cremt euch ein. Die sollte man halt abends benutzen. So eine Abendscreme. Aber sie ist halt ganz schön reichhaltig, ne? Und das merkt man. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und die werde ich nachher nochmal erwähnen. Ja, dann gibt es hier eine eigentlich ganz tolle Creme. Die hat mir so richtig gut gefallen. Und dann war ich total enttäuscht. Und dann habe ich aufgehört, die zu benutzen. Weil hier Silikon mit drin ist. Ist eine braune, ist auch von Transparent Lab. Aber hier steht drauf... Ja, 1% Bachuriol, Peptidekomplex, Centella Sternzells. Also hier, sie ist straffend und es ist eine Anti-Aging-Creme, aber hier ist Silikon drin und ziemlich weit vorne. Und das ist was, was ich jetzt nicht so möchte. Also ich möchte nicht in meiner Gesichtscreme an den ersten Stellen Retinol haben. Retinol, Silikon. Mich stört das nicht. Bei Beauty Mates habt ihr auch am Ende der Inhaltsstoffe Silikon mit drin. Ne? Wenn ihr das nicht wusstet oder das nicht möchtet, dann nehmt diese hier. Hier ist kein Silikon drin.
Es ist für mich okay, wenn da sehr, sehr viele tolle Inhaltsstoffe drin sind. Irgendwo am Ende ist ein bisschen Silikon. Das stört mich nicht. Aber wenn das so am Anfang gleich ist, dann ist das immer so eins, wo ich sage so, du bist zwar eine schöne Creme, aber ich möchte kein Silikon auch noch auf meiner Haut, weil Silikon ist fast immer in der ganzen Kosmetik nachher drinne, in Make-up oder so. Und das möchte ich dann halt nicht, weil ja, ich habe damit keine gute Erfahrung und ich möchte es einfach nicht. Das ist aber so mein persönliches Empfinden. Ansonsten hat die mir sehr, sehr gut gefallen. Gibt's bei Purish, wenn ihr möchtet. Also sie war toll. Sie hat mir fast am besten gefallen von allen Cremes, weil sie so schön eingezogen ist. Aber wenn ihr ein weiches Hautgefühl habt, da ist Silikon drin, braucht man sich ja nicht wundern. Das ist wie so ein Primer. Ne? Ein Primer, wenn ihr einen Primer auftragt und der ist schön und die Haut fühlt sich ganz toll an, da ist ganz viel Silikon drin. Das ist dann halt für mich ja nichts, was jetzt so Wirkstoffe gemacht haben, sondern das ist halt Silikon. Deswegen mag ich das nicht so gerne. Nur, dass ihr das wisst. Jo, dann habe ich ja, das ist ein ganz kurzes Ding hier mit Transparent Love, auch eine Creme benutzt. Einmal. Dann konnte ich meinen Test hier gleich abbrechen. Hier, die hat bei mir so gebrannt auf der Haut. Und da merkt man wieder, dass, ja, also Transparent Lab ist wohl ein bisschen schwierig bei empfindlicher Haut. Ich habe empfindliche Haut und da stoße ich dann an meine Grenzen. Hier habt ihr drinne, was sehr gut ist, C10 bis 18 Trichloride. So, nochmal dieses schwierige Wort. Also, hier sind drinne an Inhaltsstoffen, ist wie gesagt viel mit Kokos immer. Das bin ich immer nicht ganz so beeindruckt. Und dann habt ihr hier C10 bis 18 Triglyceride drinne. Schwieriges Wort und habe ich gedacht, was ist denn das? Das hat mich interessiert. Und das wird wohl aus Olivenöl gewonnen. Bin ja auch kein Chemiker, ne? Wie die das machen, weiß ich auch nicht. Dann ist hier Glycerin mit drin und das ist nicht für empfindliche Haut. Und das liegt wohl auch mit daran, dass hier 3% ACE-Komplex mit drin ist. Und das kann ich wohl nicht ab. Das ist so ein bisschen Säure, wenn ihr hier die ganzen Vitamine drin habt. A, C und E und irgendwie verträgt sich das dann nicht. Ja, kann ich auch nicht viel zu sagen. Habe ich einmal benutzt, war nicht so dolle. Und dann ist man immer so ein bisschen enttäuscht und denkt so, wieso brennst du denn jetzt? Aber ja, ich glaube, die Transparent Lab werde ich eventuell noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also die eine Creme, die fand ich halt ganz toll und die halt nicht so. Aber das ist ja immer so. Ihr sollt auch nicht, was ganz wichtig ist, jede Firma hat immer so ein krasses Produkt oder zwei krasse Produkte und ich würde euch empfehlen, so aus der Erfahrung heraus, die ich so gesammelt habe, kauft nicht alles bei einer Firma, kauft euch nicht alles von einer Reihe, sondern sucht euch da die besten Produkte raus. Jede Firma hat immer so richtig krasse Produkte, so wie es bei Beautymates, finde ich, der Augenbooster ist. Das ist so richtig krass. Oder bei Asam Beauty ist es die Retinolcreme. Richtig krasses, tolles Produkt, wo ihr wirklich Erfolge merkt. Ihr macht das rauf und ihr braucht nicht 3 Monate oder 6 Jahre warten, sondern ihr merkt sofort was. Und ihr merkt sofort, Mensch, das tut meiner Haut aber gut. Das würde ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen. Viele sagen immer, das dauert Monate, Wochen und so weiter. Kann sein, aber für mich muss ein, gerade ein Skincare-Produkt, das ist für mich so richtig, das ist so richtig wichtig so. Das muss sich gut anfühlen. Wenn sich das doof für mich anfühlt, zieht nicht ein, nervt mich, kribbelt, kratzt. Ich mag das nicht, obwohl ich ja weiß, bei Retinol ist das so, dass es manchmal am Anfang so ein bisschen kribbelt. Aber da habe ich gleich so einen tollen Erfolg gehabt. Meine Stirn, die war gleich so mega weich. Und da habe ich ja nachher auch noch ein Produkt, was so toll war, wo ich sofort gemerkt habe, wow, das ist ein Produkt, das muss ich euch weiterempfehlen, weil das ist sowas von toll. So, hier eine Nachtcreme, auch wieder von Transparent Love. Gott, wie war die? Habe ich einen Zettel drin? Wieso habe ich denn hier keinen Zettel drin? Ich glaube, die hat mir ganz gut gefallen, aber sie ist nicht weltbewegend. Das war das, glaube ich, hier. Und hier steht auch wieder drauf, dass sie nicht für sensible Haut geeignet ist. Das habt ihr fast immer bei Transparent Lab. Ihr habt hier 5% Niacinamide drin, wieder dieses 3% ACE-Komplex. Kann schwierig werden. 1% HA und 0,2% Retinol.
Das ist mir zu wenig. Also 0,2% Retinol, da bleibe ich dann lieber bei anderen Produkten. Und deswegen hat mir das andere Produkt so toll gefallen, wo Retinol drin ist. Wer jetzt aber, ihr könnt euch das ja mal durchlesen, ganz in Ruhe auf der Seite. Mich hat das jetzt nicht weiter so interessiert, habe ich so gedacht, ja, du bist nicht schlecht. Ich habe sie auch über Nacht drauf gemacht. An dritter Stelle gleich Niacinamide. Fand ich okay. Also sie ist okay, die Creme. Die macht auch nichts irgendwie Krasses, dass es doof ist, hat auch, glaube ich, nicht so gebrannt hier, das 3% ACE. Also brennt anscheinend nicht immer, nur manchmal. Vielleicht dann in Verbindung mit anderen Inhaltsstoffen wieder. Das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen, dass es manchmal brennt und manchmal nicht. Und ich fand sie okay, aber meine Haut war jetzt nicht am nächsten Morgen, weil man sie ja über Nacht drauf macht, nicht jetzt so voll krass oder so. Also da habe ich ein anderes Produkt. Ihr wartet schon drauf, wo ich sagen würde, so, wow, da habe ich wirklich am nächsten Morgen mega krasse, weiche Haut gehabt. Was ist das denn für ein Produkt? Na? So, das war Transparent Lab. Also eine Sache dabei, die ich euch nachher noch erzählen werde, die ich wirklich richtig toll fand. Und die anderen so, naja, Produkte, ne? Weil sie halt überwiegend nicht für empfindliche Haut ist. Und viel immer so mit Kokos arbeitet. Also No Cosmetics Panthenol, die mit Kokos. Jetzt haben wir noch die 101. Also ich versuche es nochmal. Jeek and Georges. Georges, Georges. Also die kommen aus Ungarn übrigens. So, da kann ich gleich mal vorweg sagen, das geht auch ziemlich schnell hier. Zwei Sachen, die konnte ich nicht benutzen oder habe ich nicht benutzt, werde ich vielleicht noch. Ich weiß noch nicht genau. Ich muss mir dafür Zeit lassen. Also, ich habe hier zwei Fläschchen. Also, was hier toll ist, das sind, und die kriege ich ja inzwischen auch in der Drogerie. So sieht das aus. Guck mal, gar nicht benutzt, wie ich gesagt habe, nicht benutzt. Ihr habt hier Glasflaschen drin mit Pipette. Ganz toll. Von der Verpackung her, echt mega. Und die beiden habe ich nicht benutzt. Das ist einmal die A-Pad und einmal das B-Bomb. Diese beiden sind sehr gelobte und beliebte Produkte, aber bei jüngerem Publikum mit Akne, weil die B-Bomb beruhigt Akne und reduziert die Talgproduktion. Das brauche ich nicht. Und hier habt ihr die A-Pad, meine Güte, trockenem Mund. Hier habt ihr fettige Haut und reguliert und beruhigt. Habe ich auch nicht. Fettige Haut habe ich nicht. Und wenn ich das benutze, habe ich Angst. Deswegen habe ich diese beiden gar nicht benutzt. Die sollen aber sehr gut sein. Vielleicht ist das was für euch. Lest euch das in Ruhe durch. Ist am besten, ne? Weil ich wahrscheinlich auch überwiegend ältere Ladies hier habe und nicht so viel mit Teigproduktion und fettiger Haut. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht genau. Seid natürlich auch herzlich gegrüßt, wenn ihr da sein solltet. Aber ich kann mich natürlich nur so ein bisschen dazu äußern, wie es bei mir war auf der Haut oder was ich so brauche. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt kommen drei sehr schöne Produkte, sehr schöne Produkte, wo ich wirklich begeistert bin. Ich fange an bei dem Sea-Glow. Sea-Glow, das ist Vitamin C und zwar 15%. Das, was ihr bei Jepoda auch findet. Ihr könnt natürlich mit meinem Code bei Jepoda Vitamin C Serum kaufen und bei Jepoda fand ich besser, ist natürlich teurer, aber insgesamt nachher nur 7 oder 8 Euro, weil ihr ja mit meinem Code kauft. Ne? Ist ja besser für euch. Ja, die sind sich sehr, sehr ähnlich. Beide kleben ein bisschen und lässt aber nachher natürlich nach. Sie haben beide 15% Vitamin C. Und das hier ist überwiegend Vitamin C und bei Jepoda habt ihr ein bisschen mehr noch anderen Krams mit drinne, der total toll ist für die Haut. Das ist der Unterschied. Also ihr könnt gerne ein paar Euro mehr ausgeben, habt ihr ein bisschen mehr Wirkstoffe noch. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr hier bleiben. Hier habt ihr Vitamin C pur und auch noch zwei bis drei Sachen drinne, die dafür sorgen, dass das besser in die Haut einzieht. Das ist toll. Habe ich mir die aufgeschrieben? Ja, ich glaube ja. Nö, habe ich nicht. Ist ja klasse. Also, ich versuche es mal mit Brille. Ich habe es aber noch im Kopf, weil mich das begeistert hat. Ein Vitamin C aus der Drogerie, wo wirklich ein Vitamin C drin ist und 15%. Und bitte kauft dann sowas und kauft nicht irgendwas anderes. Achtet darauf, wenn ihr jetzt bei L'Oréal seid oder bei Judith Williams oder so oder bei diesen anderen Marken. Nehmt
Das, wenn ihr das abkönnt, ich kann das ab. Ich brauche da auch nicht üben und ich habe wirklich empfindliche Haut. Bei mir brennt einiges, aber 15% Vitamin C bin ich total begeistert von, weil ich immer gleich merke, dass es was mit meiner Haut macht. Und deswegen würde ich euch das auch auf jeden Fall empfehlen. Das hier oder das von Jepoda natürlich, weil ich das so toll finde. Und warte mal, ich wollte euch sagen, wie die Sachen heißen, die dafür sorgen, dass es besser einzieht. Mache ich gleich, wenn ich es gefunden habe. Eigentlich war ich gut vorbereitet, aber oh ja, schwierige Worte, deswegen habe ich die nicht aufgeschrieben. Dimethicholsorgibibido und Modili. Ach, ist egal, ich lasse es. Okay, also ganz komische Wörter, die dafür sorgen, dass das Vitamin C noch besser aufgenommen wird von der Haut. Fand ich sehr schön, das Produkt. Da bin ich wirklich begeistert von. Und das Beste kommt zum Schluss. Jetzt kommt der Stressless. Der Stressless ist ein Produkt, was ich so toll fand und meine Tochter auch. Was ist das für ein toller, ich würde eigentlich sagen, gerne Booster. Ist aber ein Serum. Steht auch sogar drauf. Schönes, dünnflüssiges Produkt. Könnt ihr gleich nach der Reinigung auftragen. Ich hole es mal kurz raus. Benutzt meine Tochter jeden Tag. Es repariert gereizte Haut und es beruhigt. Also nochmal, es ist für gereizte Haut, repariert und beruhigt. Das ist das Tolle. So, das funktioniert sehr gut mit Vitamin C, weil dann habt ihr die beste Haut ever. Habe ich mir auch aufgeschrieben, sehr gut mit Vitamin C zusammen. Es ist, wie gesagt, nochmal, es ist beruhigend und repariert und hier ist Beta-Glucan und ein schwieriges Wort. Madecassosoid drin. Ja, was auch immer das ist, ne? Aber es hilft. Das ist wirklich toll. Das ist ein so schönes Produkt. Und Glasflaschen, dunkel, und empfohlen wird, diese beiden zusammen zu benutzen. Und so würde ich es auch machen. Und hier auch ein Tipp von mir, wenn ihr eine schöne Creme habt, ihr könntet zum Beispiel das hier zusammen benutzen. Hier habt ihr von No Cosmetics aus der Drogerie eine schöne Creme und hier habt ihr richtig tolle für morgens natürlich, ne? Vitamin C für morgens, weil abends sage ich euch gleich was anderes mit Vitamin C zusammen. Das benutze ich auch von Asam, Vitamin C und Stressless, das beruhigt dann auch. Also die beiden sollen wohl zusammen so richtig krass sein. Ja. Ja, würde ich mit der pinkfarbenen zusammen benutzen, so als Morgenroutine. Na, habt ihr schon mal gleich den Tipp, so was ich so benutzen würde? Und jetzt kommt das beste Produkt von allem, was ich hier getestet habe. Ja, auch. Aber ich sage euch am Ende noch mal alle meine Favoriten. Aber das hier ist so Platz 1 bei mir. Hier habt ihr ein einfach ganz tolles Produkt. Hier steht drauf: A Game mit 0,1% Retinal. Ja, habe ich wunderbar vertragen, habe ich aufgetragen abends. Darüber habe ich dann, was habe ich denn darüber gemacht? Dann wollte ich was ganz Neutrales haben und habe dann Aqua Intense von Asam benutzt, weil das ist nur so eine Art Serum, steht es drauf, ja. Das ist so eine Art Serum und das hat auch eine merkwürdige Farbe. Das ist so gelblich, also nicht erschrecken, das gehört so. Und dann tragt ihr, wie ich das? Nee, dann tragt ihr das auf und dann habt ihr so eine schon mal schön Farbe im Gesicht. Ja, und darüber habe ich dann halt was Neutrales gemacht, die Aqua Intense. Und erstmal hatte ich sofort ein weiches Hautgefühl, aber es könnte ja auch in Asam liegen. Aber am nächsten Morgen hatte ich so dermaßen weiche Haut. Und das ist was, was ich echt am liebsten weiter benutzen würde. Das hat mich total überzeugt, dieses Produkt. Ich habe das ein paar Mal benutzt. Ich habe das sehr gut vertragen und man hatte so das Gefühl, die Haut wurde immer besser. Und jetzt, wo ich weiß, dass 1% Retinal richtig krass ist und was ich hierbei richtig toll finde von dieser Firma, ist, dass sie auch, also hier steht drauf A Game 10. Ich musste ja gleich die volle Packung haben. Es gibt aber auch A Game 5. Und das ist dann wieder was für Leute, die vorsichtig vielleicht damit anfangen wollen. Also so wird es auch geraten, dass man erstmal vielleicht so einmal die 5 nimmt und dann mal zweimal die Woche, dann dreimal die Woche, je nachdem, wie ihr wollt. Ich habe gleich jeden Tag die 10er genommen und war total begeistert. Ich hatte da auch gar keine Angst vor, weil ich ja sowieso immer Retinol nehme.
Und ja, also da war ich mindestens genauso begeistert wie von Asam Beauty, mein Retinol. So, ich habe aber echt so ein bisschen Asam vermisst in der Zeit. Und ich habe auch Beauty Mates vermisst. Und nur mal so, weil euch das wahrscheinlich interessiert. Ich habe dann nach diesem ganzen Input, nach dieser ganzen Sache, alles, was ich so getestet habe und festgestellt habe, Mensch, das ist ja fast überwiegend für jüngere Haut und für fettige und ölige Haut, das ist halt für jüngeres Publikum. Und warum sehne ich mich denn nach meinen Produkten oder warum habe ich denn das Gefühl, dass Beauty Mates zum Beispiel für mich so die bessere Creme ist, wo ich sage so, Mensch, wenn ich Beauty Mates nehme, ne, dann zieht das sofort ein. Ich habe ein weiches Hautgefühl, ich fühle mich sicher mit dieser Creme. Und nur mal so zur Information, ich habe mir dann mal aufgeschrieben, was da drinne ist. Und da ist drinne Shea Butter, Glycerin, Mangobutter, Mandelöl und Moringaöl. Was auch Moringaöl ist, entzündungshemmend und antibakteriell. Und da war ich natürlich glücklich und da habe ich gedacht, ah, deswegen mag ich dich so gerne, weil du so tolle Inhaltsstoffe hast. Also echt toll, da war ich richtig stolz. Und das findet ihr dann auch natürlich bei Asam Beauty. Bei zum Beispiel Resveratrol, da findet ihr dann Traubenkernöl oder Arganöl, findet ihr dann bei Asam, bei diesen wunderbaren Cremes. So, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also von diesen Produkten sind wenige in mein Herz gehüpft. Sie sind alle nicht schlecht, aber ich bleibe, glaube ich, bei meiner Routine, obwohl ich ehrlich sagen muss, das ist für mich richtig krass für abends. Diese Zusammenstellung, deswegen sage ich auch, bleibt nicht bei einer Marke oder so, nimmt das Beste. Das war für mich die beste von Transparent Lab. Ich habe Angst, dass ich die ganze Zeit falsch ausspreche. Und das war für mich fast das Beste. 101 Cheek and Georges. Und das würde ich euch abends empfehlen. Weil das ist, glaube ich, wirklich der absolute Burner, wenn ihr das abends benutzt. Also das. Weiß ich nicht, ob das jetzt besser als Asam Beauty Retinol ist. Ihr müsst es ja auch vertragen und ihr müsst ja auch damit, die Haut muss es auch wollen und so weiter. Aber das wäre jetzt so für mich so meins, wo ich sagen würde, okay, wenn Asam jetzt morgen nicht mehr wäre, ne, die Firma gibt es nicht mehr oder was weiß ich was, oder es wäre irgendwas, dass ich da nicht mehr rankomme, dann wäre das mein Produkt für abends. Also das würde ich dann abends benutzen. Und will ich auch nicht zu viel mit meiner Haut machen, weil ich fahre ja mit diesen Produkten, die ich benutze, schon sehr gut über Jahre und habe tolle Haut bekommen, finde ich jedenfalls. Aber das wäre so meine Empfehlung. Ja. Jetzt bin ich fertig. Und jetzt wollte ich euch ja noch mal sagen, was so meine Lieblingsprodukte sind. Und da greife ich mal zu. Diese drei. Upsala. Auf jeden Fall, wenn ihr das abkönnt, ab und zu, die sind richtig toll. Die ist toll für ältere, empfindliche Haut. Meine Abendroutine. Na, diese beiden, das ist. Kann ich mal vorlesen. Retinal Age Reverse Cream. Ich mache ein Foto. Und hier die 101 natürlich A Game. Und auf jeden Fall diese beiden sind auch richtig toll. Und wenn ihr euch die besorgt und ihr findet da für euch, lest euch das nochmal in Ruhe alles durch. Wenn ihr da so eure Routine findet, dann spart ihr eventuell Geld. Ihr kommt daran, weil es die Sachen in der Drogerie gibt. Ihr könnt vieles bei Pirsch kaufen mit 10% Rabatt oder warten, bis es im Rabatt dann ist. Toll. Echt toll. Tolle Produkte. Also nicht alles. Vieles war ja auch nichts für mich, aber ich habe trotzdem sehr viel dazugelernt, auch über Inhaltsstoffe. So, das war jetzt erstmal mein Video. Und wen das jetzt interessiert, jetzt sage ich noch mal in 2 Minuten was zu den Inhaltsstoffen, wofür die gut sind. Glycerin ist feuchtigkeitsbindend. Comedogen, habe ich erzählt, ist porenverstopfend. Demnach sind wir besser, wenn es nicht comedogen ist. Panthenol ist feuchtigkeitsbindend, entzündungshemmend, regenerierend und wundheilend.
Sorbitans stearate ist ein Emulgator. Niacinamide wird empfohlen, 2 bis 5%, aber auch 10% ist sehr gut. Das ist so der Hausmeister. Und wenn ihr das zusammen mit Salicylsäure benutzt, dann habt ihr wohl die beste und klarste Haut überhaupt, weil die, der eine Wirkstoff räumt auf in der Kuhle und der andere gießt dann das Wasser da rein. Also demnach habt ihr eine ganz, ganz tolle, saubere Pore durch diese Salicylsäure, wenn ihr die abkönnt. Ich kann die ab, weil ich ja Jepoda-Schaum benutze. Und dann kommt halt, wie hieß das jetzt? Niacinamide. Ich bin schon ganz baller im Kopf. Und füllt auf mit Feuchtigkeit. Und somit habt ihr eine Paure, eine saubere Pore mit ganz viel Feuchtigkeit. Wenn ihr das zusammen benutzt und Niacinamide, merkt euch einfach, das ist der Hausmeister. Der sorgt immer für Ordnung und wenn irgendwas kaputt ist, macht er das heilen. Dann nochmal ganz kurz die AHA, BHA und PHA. AHA ist gut für reife Haut, gegen Pigmentflecken und bedeutet, dass das, also die Fruchtsäure besteht bei AHA, das ist ja immer das Peeling, was ihr bei Beauty Meats findet und bei den anderen auch. Zitrone, Limette, Apfel, Milch, Glykol und Mandel. Das ist in der AHA-Säure drin, wenn das irgendwo drauf steht. Na, jetzt beispielsweise hier steht das drauf. Hier habt ihr AHA-Peeling. Wird gerade Rasen gemäht, falls ihr das hört. Und das ist halt Zitrone, Limette, Apfel, Milch, Glykol und Mandel. Nur falls euch das interessiert, könnt ihr auch alles natürlich nachlesen. Ich bin ja auch kein Chemiker. BHA findet ihr im Beauty Mix, ich glaube bei Jepoda auch. Das ist die Salicylsäure, die unreine Haut bekämpft, verstopfte Poren und auch entzündungshemmend ist. Ich kann das ganz gut ab, obwohl ich empfindlich bin. Und jetzt habt ihr hier ja nochmal das PHA. Und das ist speziell bei sensibler Haut. Und deswegen mache ich das so gerne. Ja, sensible Haut. Das mag ich. Ja, das war mein Video. So, nun bin ich fertig. Nun bin ich gespannt, was ihr so zu sagen habt. Fragt mich gerne irgendwas, wenn ihr möchtet. Ich werde euch ehrliche Auskunft geben. Ich hoffe, ich packe alles in das Video, was für euch spannend und interessant ist. Ich werde jetzt noch mal ganz viel Information hinten ran schmeißen. Fotos, Bilder, alles, was ihr braucht. In der Videobeschreibung noch mal kurz, wenn ich irgendwelche habe, finde. Und nochmal diese Seite, wo ihr euch richtig gut belesen könnt, welches Öl für was ist. Na, dann könnt ihr nochmal gucken, wie war das noch mit Shea-Butter, Mandelöl, Kokobutter und Shea-Butter und wofür, was und warum. So, jetzt mache ich Schluss. War ein etwas längeres Video. Ich hoffe, mit viel Information für euch. So, ich hoffe, ihr seid mit dem Video zufrieden. Würde mich natürlich super, super, super über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über neue Abonnenten freue ich mich auch ganz doll. Dann herzlich willkommen bei mir und jetzt mache ich Schluss, jetzt muss ich was trinken, jetzt habe ich einen trockenen Mund. So, gerne bis zum nächsten Mal. Fühlt euch ganz lieb gedrückt, wenn ihr möchtet. Ich hoffe, ihr findet jetzt was für euch und ich kann euch ein bisschen weiterhelfen. Lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen und dann gerne bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss. Tschüss. Thank you.